Schon Plato hatte nicht nur aus Pietät gegenüber dem Meister des Gesprächs, der Sokrates gewesen war, seine Philosophie lediglich in geschriebenen Dialogen mitgeteilt. Er hatte darin ein Prinzip der Wahrheit gesehen, dass das Wort nur durch die Aufnahme im Anderen und die Zustimmung des Anderen seine Bewährung findet. Und dass die Konsequenz des Denkens, die nicht zugleich ein Mitgehen des Anderen mit den Gedanken des einen ist, ohne zwingende Kraft bliebe. Und es ist wahr, jeder menschliche Blickpunkt hat etwas Zufälliges an sich. Die Art, wie einer auf seine Weise die Welt erfährt, im Sehen und Hören und vollends im Schmecken, bleibt unaufhebbar sein eigenstes Geheimnis. Wie unsere sinnliche Weltperzeption auf eine unaufhebbare Weise privat ist, so vereinzeln uns auch unsere Antriebe und unsere Interessen und die Vernunft, die allen gemeinsam ist und die das allen Gemeinsame zu erfassen begabt ist, bleibt ohnmächtig gegenüber den Verblendungen, die unsere Einzelheit in uns nährt. So bedeutet das Gespräch mit dem Anderen, seine Einwendungen oder seine Zustimmung, sein Verständnis und auch seine Missverständnisse, eine Art Ausweitung unserer Einzelheit und eine Erprobung der möglichen Gemeinsamkeit, zu der uns Vernunft ermutigt. Was ist ein Gespräch? Gewiss denken wir dabei an einen Vorgang zwischen Menschen, der bei aller Ausbreitung und potenziellen Endlosigkeit dennoch eine eigene Einheit und Geschlossenheit besitzt. Etwas ist für uns ein Gespräch gewesen, was etwas in uns hinterlassen hat. Nicht dies, dass wir da etwas Neues erfahren haben, machte das Gespräch zu einem Gespräch, sondern dass uns im Anderen etwas begegnet ist, was uns in unserer eigenen Welterfahrung so noch nicht begegnet war. Was die Philosophen in der Kritik des monologischen Denkens bewegte, das erfährt der Einzelne an sich selber. Das Gespräch hat eine verwandelnde Kraft. Wo ein Gespräch gelungen ist, ist uns etwas geblieben und ist in uns etwas geblieben, das uns verändert hat. So ist das Gespräch in eigentümlicher Nachbarschaft mit Freundschaft. Nur im Gespräch können Freunde einander finden und jene Art von Gemeinsamkeit aufbauen, in der jeder dem anderen derselbe bleibt, weil beide im anderen sich finden und am anderen sich selber ändern. Das eigentliche Thema unserer Überlegungen aber ist ja eine Unfähigkeit zum Gespräch, die sich selbst nicht eingesteht. Sie hat im Gegenteil die Normalform, dass man diese Unfähigkeit nicht bei sich sieht, sondern bei dem anderen. Man sagt, mit dir ist nicht zu reden. Und bei dem anderen ist die Reaktion, das Gefühl oder auch die Erfahrung, nicht verstanden zu werden. Das ist es, was einen im Vorhinein verstummen oder gar in Erbitterung die Lippen zusammenpressen lässt. Insofern ist Unfähigkeit zum Gespräch im letzten Betracht immer die Diagnose, die einer stellt, der sich selbst nicht im Gespräch stellt, beziehungsweise dem es nicht gelingt, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen. Die Unfähigkeit des anderen ist immer zugleich auch die Unfähigkeit des einen. Ich möchte diese Unfähigkeit sowohl nach der subjektiven wie nach der objektiven Seite hin betrachten.
Das heißt einerseits von der subjektiven Unfähigkeit sprechen, der Unfähigkeit zu hören, und auf der anderen Seite von der objektiven Unfähigkeit, die darauf beruht, dass keine gemeinsame Sprache existiert. Unfähigkeit zu hören ist ein wohlbekanntes Phänomen, das man sich durchaus nicht dabei an anderen vorzustellen braucht, die diese Unfähigkeit in besonderem Maße besäßen. Man erfährt sie ständig an sich selbst, indem man überhört oder auch falsch hört. Beides erfolgt aus dem gleichen, in einem selbst antreffbaren Grunde. Nur der überhört oder hört falsch, der sich selbst ständig zuhört, dessen Ohr gleichsam so erfüllt ist von dem Zuspruch, den er sich selbst ständig zuspricht, indem er seine Antriebe und Interessen verfolgt, dass er den anderen nicht zu hören vermag. Das ist, wie ich betone, in allen denkbaren Abstufungen unser aller Wesenszug. Trotzdem immer wieder zum Gespräch fähig zu werden, das heißt, auf den anderen zu hören, scheint mir die eigentliche Erhebung des Menschen zur Humanität. Nun mag es freilich auch den objektiven Grund geben, dass die Sprache als eine gemeinsame zwischen den Menschen mehr und mehr zerfällt, je mehr sie sich in die Monologsituationen der wissenschaftlichen Zivilisation unserer Tage eingewöhnt haben und an die Informationstechnik anonymer Art, der man da ausgeliefert ist. Verständigung wird schwer, wo die gemeinsame Sprache fehlt. Verständigung wird aber auch schön, wo eine gemeinsame Sprache gesucht und am Ende gefunden wird. Wir kennen es am extremen Fall des stammelnden Gesprächs zwischen Menschen verschiedener Muttersprache, die nur Brocken von der Sprache des anderen kennen, aber sich gedrängt fühlen, einander etwas zu sagen. Wie sich da Verstehen und am Ende gar Einverständnis im praktischen Umgang oder auch im persönlichen oder theoretischen Gespräch am Ende doch erreichen lassen, mag ein Symbol dafür sein, dass auch wo die Sprache zu fehlen scheint, Verständigung gelingen kann, durch Geduld, durch Feinfühligkeit, durch Sympathie und Toleranz und durch das grenzenlose Vertrauen auf Vernunft, die unser aller Teil ist. Wir erleben es ja beständig, dass auch zwischen Menschen verschiedener Bildungsstufen, verschiedener Temperamente, verschiedener politischer Ansichten Gespräch möglich wird. Unfähigkeit zum Gespräch scheint mir mehr der Vorwurf, den einer gegen den erhebt, der seinen Gedanken nicht folgen will, als der Mangel, den der andere wirklich besitzt.